Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. So, wie angekündigt, zocke ich jetzt Madison Square Garden auf schwer nochmal. Ich bin aus Versehen zwischen den Parts ein paar Meter vorgelaufen, weil hier ein Zivilist in Not war. Okay, also dann bin ich mal gespannt, wie sich das so zockt alleine. Ja, Rückendeckung ist immer gut, ne? Shit. Der Schlüssel ist halt einfach die Deckung gut zu nutzen. Shit. Falsche Seite, Mann. Treffe ich ihn? Das sieht nicht so aus. Na, das ist ein Schwachsinn. Patch me to the security system. I might be able to find Candle's location. Aber okay, hey, cool, ACOG. Ja, ich habe jetzt da die Granate natürlich nicht geschmissen, ja, weil ich sag mal so, die Feuerleitlösung vorausgesagt hat, dass sie durch den Boden fällt. Wäre zwar unwahrscheinlich gewesen, ne? Aber okay. Jetzt muss ich mal hier schnell checken. Was macht denn das ACOG für mich? Was tut denn das? Also, das Bessere. Achso, ist das überhaupt besser? ACOG Level 8, 3,5. 2,5. Ja, dann nehmen wir doch das, ne? Gut, okay. Patched in. Let's see what I can find. Can you see the CCTV feed? Looks like Candle and her staff are being forced to treat their wounded. That's the only reason they're still alive. Ja, ich meine, könnte ja auch Wasser drin sein, ne? So, deswegen, ja, ich meine, ich verschenke das Zeug ja an Zivilisten, deswegen brauche ich das schon ab und zu mal. It looks like they've got people upstairs in a restaurant. Ja, das wird jetzt interessant. Ich hoffe jetzt mal, dass ich hier, ja,
die Stellung da im Saal halten kann. Ich meine, man kann sich ja zurückziehen, wenn man muss, aber... Ja. Ja, das war sauber. Das ist dann hier. Wow. Boah, shit, ja. Jetzt haben sie mich, ich glaub's nicht. Ja, das ist einfach scheiße. Wieso kann ich jetzt das Medikit nicht aufheben? Ja, und das finde ich auch ein bisschen schwachsinnig einfach, ja. Dass, wenn es heißt Respawn am letzten Checkpoint, ja, dass man dann trotzdem sein Medikit verliert. Ja, weil eben, dann ist es ja kein Checkpoint. There's a lot of these guys, but if you use cover, you should be able to pick them off without making yourself a target. Also zu zweit ist das schon angenehmer, muss ich sagen, weil man einfach, ja,
Man kann einfach besser, sag ich mal, die Crowd Control halt, ne? Wenn man zu lange braucht, um die abzuknallen, hat man ein Problem. Shit. Jetzt überrennen sie mich hier. Komm, lauf, 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 lauf. Komm mit Rollen zur Seite. Fuck. Komm schon, wieso kann ich hier nicht in Deckung gehen? Es ist ja unglaublich, wie weit. Boah, fuck, hey. Ich bräuchte mal irgendwie dringend ein Medikit. So habe ich mir das ehrlich gesagt nicht vorgestellt hier. Ich hatte gehofft, souveräner zu sein. Oh shit. Ja, echt nicht so cool alles. Ich bin einfach bei weitem nicht so souverän, wie ich gern wäre, muss ich sagen. Komm schon, zeig dich. Das ist irgendwie scheiße, ja, weil er mich trifft und ich ihn nicht. Boah. Das hätte ganz böse ins Auge gehen können, ja. Shit, echt. Mein Gott. Gut, hey, dafür, das Loot, was ich dann hier finde, ist dafür auch, sag ich mal, angemessen. Meiner Stufe entsprechend. Aber alleine ist das echt eine Aufgabe, muss ich schon sagen. Normalerweise hätte ich doch hier. Das finde ich schon komisch. Ich meine, mir wird doch hier das Loot angezeigt. Wieso kann ich dann das Medikit nicht aufheben?
Schon komisch. Naja, was soll's. Doch, ich glaube, hier hinten ist nochmal was, ne? Irgendwie. Eine Vase, ja, genau. Energy Bar. Medikit, genau das habe ich gesucht. Hey, auf der anderen Seite zocke ich das Spiel jetzt auch schon seit Stunden eigentlich. Also nicht nur heute, sondern insgesamt. Es war jetzt das erste Mal, dass ich in einem Feuergefecht draufgegangen bin. Und ja, ne? So, okay, also die scheinen tatsächlich nur einmal zu öffnen zu sein. Ein bisschen schade eigentlich, aber okay. Es würde mein Vater's Herz verletzt, wenn es in die Hölle geht. Wir haben da Games zusammen. I think it's better my folks didn't live to see any of this. But then I think about all the people doing their best to keep going. That's who we do this for, Agent. Go get them. So, schade, okay. To get to Kobe's, you'll have to pass by some contaminated areas. There used to be plenty of sick people being treated there before they got shot. So be careful. Und klar kill ich euch. Was soll ich denn sonst machen? Ja, muss man halt einfach echt taktisch sein hier. Die sind echt gut. Die sind echt geschickt. Die sind echt geschickt. Ja, weil eben da gut, ich meine, man hat immer einen Nachteil, wenn man ja, aus mehreren Winkeln beschossen wird. Das ist einfach so. Ich hau jetzt hier mal eben mein Skill raus. Das wird noch hart, echt, das wird echt noch hart. Keep your heads down and keep it quiet. Gerade die scheiß Rusher, also auf die muss ich aufpassen, auf die Jungs. Fuck. Holy shit. Okay.
Geh doch in Deckung, Alter! Meine Fresse! The escort party's taking heavy fire. Whoa. They can't move until you get up there and take down that gunner. We're pinned down! There's no way we'll make it across alive unless someone can get up there and take out the big guns! All yours, Agent. Okay, gut. Hat er geklappt. Aber es war knapp, ja, weil ich wollte da nicht so lange sitzen wegen den Rushern mit dem Baseballschläger, ne? Und ja, jetzt haben sie fast die Dr. Kendall gekillt. Was habe ich jetzt hier eigentlich für eine Granate? Warum? Ja, warum auch immer die ausgerüstet war. So, um den Satz mal zu vollenden. Alpha Escort, we have an agent on the roof. Has Kendall made it to your position? Affirmative. Shearer's staff just arrived. As soon as the hostiles on the roof are gone, we'll get her across safely. So, ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, da muss man immer schön warten hier, so bis sich das Segment auffüllt, die Leute im Auge behalten, ne? Und immer hier, ne? Chip away, wie es so schön heißt. Nur gut, dass der Typ nichts trifft. Oh doch, er trifft. Ja, so hier immer schön da hinten reinhalten.
ist die einzige Möglichkeit, ja, den Kampf zu gewinnen. Ne? Einfach, dass man halt auf möglichst große Distanz hier schon was wegholt. Ja? Weil wenn die eben, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, wenn die einen erstmal überrennen, dann hat man verschissen. Ja? Also jetzt er hier vorne. Oh shit. Das war knapp. Ich hab dich im Auge, Kollege. Okay, den habe ich. Sehr schön. Okay, Blendgranate. Toll, die Blendgranate stresst ihn nicht. Wo war das noch? Hier Buffs. Was macht was? Healing Effekt, Status Effekt, Elite Enemies. Oh, cool. Eine Super 90 in Blau. Wish I could have had your back out there, but I think we make a hell of a team anyway. When you get back to the base, we'll talk to Candle and we'll see what she can do for us. So, oh cool. Eine blaue und Colt, fett. Das war jetzt hier schon echt ertragreich. Super 90, Specialized, Self-Preserved, Critical Hits with this weapon, heal the user. Okay, da brauche ich mehr Stamina, okay. Ja, aber alles in allem, hey, gute Waffe. Neue Pistole, 7 Schuss im Magazin, wie vergleicht sich das hier? Ja, ist das gleiche wie immer, ne? Doppelt so viel Schaden. Ach, capable using a skill improves the handling of your weapon for 5 seconds. Ja, aber das ist, dann nehme ich lieber hier das, ne? Ja, nicht schlecht. Hey, gut, aber den Colt, den markiere ich mir mal zum Verkaufen. Was habe ich jetzt hier Feines? Oh, okay. Adjustable Hunting Vest. Mehr Ammo Capacity. Dann nehme ich mal die hier. Ich denke, das geht. Dann die Maske hier. Dann kann ich jetzt hier die nehmen.
Okay, einen besseren Rucksack. Ah, das ist jetzt natürlich wieder scheiße, ja, weil... Klar, okay, mehr Skillpower, aber ja. Ja, aber rein optisch tut sich da gerade gar nichts, ne? Nicht wirklich. Jetzt muss ich dann doch wieder die andere Maske tragen, glaube ich. Um den Skill aufrecht zu erhalten, ne? Das ist halt das Ding. So, was haben wir hier? Nichts Neues. Mord. Was für einen neuen Mord habe ich hier? Da muss ich auch mal echt irgendwie aussortieren irgendwann. Small Laser Pointer. Small Underbarrel. Ah, okay. Major Attributes, Hipfire Accuracy. Ah, der passt doch dann an mein Ding ran. An die MP. Ja, grundsätzlich passt der wahrscheinlich auch an Pistolen, aber da kann ich hier an meine aktuelle kann ich nichts am Underbarrel anbauen. Bei dem kann ich das machen. Nee, auch nicht. Okay, gut, dann macht es soweit auch gar nichts. Gut. Ach ja, Ding hier, die Super 90. Kann ich hier praktisch die ganzen Mods abbauen. Da ist ja auch nur einer dran. Mark ist junk. So, die ist über 90. Was kann ich denn hier dran bauen? Underbarrel, small. Stabilität, Hipfire. Das andere Ding macht auch Hipfire. Okay, aber ja. 2%. Okay, Genauigkeit und Stabilität. Stabilität ist ja interessanter hier für die Pumpgun. Ach, okay, da habe ich natürlich nichts. Kleine Optik, toll. Ach, shit. Was ist denn das? Was Primärwaffe? Ne, vergiss es. Sekundär vielleicht die Pumpe. Also, das klingt doch noch Spaß. Gute Feuerrate einfach, ja. Ja, das ist cool.
So, sehr schön. Kann ich jetzt auch irgendwo sehen, wie viel Kohle ich habe? Ah, 3300 irgendwas. Ja, hey, dann könnte ich doch jetzt hier, glaube ich, ein neues Gewehr kaufen. See this. You name it, I got it. Double Barrel Shotgun, M249, eben genau das Ding, das meine ich. Self-preserved. This is an emergency services notification. There will be no further updates to the missing persons database at this time. Ja, Military Scar Age, das ist ja genauso, das ist ja das, was ich hab. It's cool. Genau. Check ich mal kurz meinen Stash. So. Hier ist M249. Wo ist es? Da. Was habe ich denn da für Mods drin? Ah, okay, das ist natürlich cool. Strip Weapon. Habe ich noch gar nicht gesehen, die Schaltfläche. So, sorry, alle daheim, die sich jetzt aufgeregt haben, dass ich das jetzt erst sehe. Ja, mir geht das so. Ich sehe so einen Scheiß und reg ich mich auf, wenn die Let's Player so einen Scheiß nicht sehen. Jedes Mal. Ja. Ja, sorry dafür. So, genau. Das Ding check ich. Das ist eine Bar, right here. So, boah, gutes Geld, hey. Ja, dann denke ich, soll ich das kaufen oder nicht? Na, ich lass mal, ich schau mal, was die anderen hier so haben. Step right up and take a look. This is an emergency services notification. Repeat offenders against base of operations policy will be removed from the safe area for the protection of the community. Heavy duty pads. Okay, na ja, klar, das ist natürlich scharf hier, mehr Gesundheit und so weiter. Ne? Shock Resistance, Blind Death Resistance. Was sollen die Dinger kosten? 1500. Heavy Duty Holster. Was macht das Ding für mich? Achso, ne, es geht nicht. Den ich jetzt habe, der ist zu gut. Ja, aber die Knee Pads, die sind mal nicht uninteressant. So it's no deal? I can live with that. Get a load of this.
Ah, okay. Kleiner Unterlauf, nicht schlecht. Kleine Optik. Pro Red Dot Side. Großkaliber Magazin. Okay, Small Optic Mods plus extra Headshot Damage, das ist schön und gut, aber ja. Take care, and I'll see you around. Okay, ich glaube, ich kaufe mir die Knie schon mal. It's a deal. You know you want what I'm selling. Yo, check out the merchandise. Genau, was habe ich denn hier eigentlich? So, Vector Mate Extended Magazine. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Hands up. Large Underbarrel. Large. Okay. Small Grip. Small Underbarrel. Okay. Man, I love making deals. Ja gut, dann ich will das M249 haben irgendwie. Ja, obwohl ist die Frage, brauchst du es überhaupt? Na, keine Ahnung, hey, ich überlege mir was und dann überlege ich mir, was ich im nächsten Teil tue. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ey, und ihr habt's gesehen, ich bin das erste Mal gestorben beim Division Zocken, meine Fresse. Naja, dumm gelaufen, ja, ich habe das einfach gar nicht mitgekriegt, ja, als die da, eben, dass die legendären Feinde oder, ich sag mal, die Gelben oder wie auch immer, ne, die High-End-Idioten einfach, ja, dass die plötzlich da waren, ja, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass die den Raum betreten haben. So, und wie das dann halt ist, ja, wenn die dann so weit vorrücken, dass sie dann erstmal links und rechts von einem auftauchen, dann hat man einfach verschissen. Und eben, das ist das Ding. Ich habe mich überrennen lassen. Und naja, okay, gut. Alles klar. Dann macht's gut. Bis demnächst.